Herzlich willkommen zu Sicherstarter, dein YouTube-Channel für alles über Raumfahrt. Ich bin Mo und heute geht es um die Festigkeit von Raketen. Viel Spaß! Und plötzlich ging alles ganz schnell. Senkrechtstarter hat letzte Woche die 1000 Abos geknackt und wächst seitdem schneller als je zuvor. Das möchte ich natürlich mit euch feiern und so gibt es am Ende der heutigen Episode ein Special für alle alten und alle neuen Fans des Channels, also dranbleiben. Das Hauptthema der heutigen Folge soll aber die Festigkeit von Raketen sein. Oder besser die Struktur von Raketen. Ich erzähle dir heute, was für Belastungen die Struktur von Raketen so ausgesetzt ist und ja, wie Raketen in ihren Anfängen gebaut wurden. Wie heute Trägerraketen wie die Ariane 5 oder die Falcon 9 gebaut werden und wie das nächste große Ding von SpaceX, das Starship, gebaut wird. Wenn dir das Thema heute gefällt, dann lass dem Video gerne ein Like da und wenn du neu auf Senkrechtstarter bist und keine Folge über Weltraumtechnik verpassen möchtest, abonnier doch einfach den Channel, denn hier gibt es ja jeden Montag eine neue Folge zu Senkrechtstarter. Wenn man mal ehrlich ist, die beste Struktur ist keine Struktur. Struktur kostet Gewicht und Geld und ja, Gewicht ist doof, wenn man in den Weltraum möchte. Das ist natürlich Quatsch. Wir brauchen Tanks, um den Treibstoff zu befördern und wir brauchen Verstärkung, um die Rakete zusammenzuhalten. Und ja, irgendwie müssen die enormen Kräfte aus den Triebwerken ja in die Rakete geleitet werden. Aber grundsätzlich kann man schon sagen, wenn ich die Struktur nicht unbedingt brauche, sollte man sie aus Gewichtsgründen weglassen. Während man ganz zu Anfang in der Raketentechnik eine Trennung von Tanks und Hauptstruktur hatte, erfüllt eine moderne Rakete beide Aufgaben mit einem Bauteil. Die ersten Raketen bestanden aus einer aerodynamischen Hülle auf einem Rahmen und in diesen Rahmen wurden dann die Treibstofftanks eingehängt. Eine moderne Rakete hingegen kann sich eher so wie einen fliegenden Tank vorstellen, dessen Außenwand gleichzeitig die Raketenhülle ist. Um diese Funktion erfüllen zu können, muss der Tank stark genug ausgeführt sein, um die beachtlichen Treibstoffmengen aufzunehmen und gleichzeitig die Kräfte der Triebwerke auf die gesamte Rakete übertragen zu können. Zusätzlich lasten dann noch das Gewicht der darüberliegenden Stufe oder der darüberliegenden Stufen auf unserer Tankstruktur. Wie sehr Raketen auf bestimmte Lastfälle optimiert sind, lässt sich an der Ariane 5 veranschaulichen. Würde man eine Cola-Dose auf den Durchmesser einer Ariane 5 hochskalieren, dann wäre diese riesen Cola-Dose 10-mal so stabil wie die Hülle der ersten Stufe der Ariane 5. Ein Link zu einer sehr guten Reportage über den Bau der Ariane 5, den verlinke ich dir hier. Ein anderes abgefahrenes Beispiel sind Ballontanks. Das sind Tanks, die nur unter Innendruck stabil sind. Das kannst du dir so vorstellen wie bei einer Hüpfburg. So eine Hüpfburg kann gewaltige Ausmaße annehmen und je nachdem, wie motiviert welches Moppelchen in so einer Hüpfburg dann springt, muss diese Hüpfburg ja ordentlich etwas aushalten. Wenn ich die Luft dann aber entweichen lasse, also den Innendruck wegnehme, dann fällt die Hüpfburg in sich zusammen wie so eine Plastiktüte. Genau nach diesem Prinzip wurden die ersten Stufen der Atlas-Raketen ausgeführt. Das heißt, die Tanks waren so dünn, dass sie nur unter einem Innendruck die enormen Lasten beim Start ertragen konnten. Besser noch, die drucklose erste Stufe war aus Leichtbaugründen nicht dafür ausgelegt, das Gewicht einer betankten Oberstufe auszuhalten. Ist ja erstmal auch keine schlechte Idee. Wenn ich die Rakete eh erst kurz vor dem Start betanke, kann ich auch darauf achten, dass ich vor dem Betanken genügend Druck in der ersten Stufe habe. Hat man jetzt einen Fehler und dieser Innendruck ist nicht vorhanden, dann kann man ganz eindrücklich bei dem Video dieser Atlas D Agena sehen, was dann passiert. Alle Varianten der Atlas hatten bis zur Atlas 5 diese Ballontanks und das Design ist auch noch bis 2005 geflogen. Erst mit der Einführung der Atlas 5 gab es einen Designwechsel und die Tanks wurden verstärkt. Ich lehne mich jetzt mal etwas weit aus dem Fenster und vermute, dass das auch der Grund ist, warum alle Vorgänger der Atlas 5 nicht mit Seitenboostern bestückt werden konnten, während die Atlas 5 ja in vielen unterschiedlichen Konfigurationen buchbar ist. Fun Fact noch zu den frühen Atlas-Raketen. WD-40, genau dieses Spray, wurde ursprünglich entwickelt, um die Edelstahlhülle der Atlas-Raketen vor Korrosion zu schützen. Aber bleiben wir bei der Verstärkung. Wenn ich mich mit Menschen unterhalte, die nicht unbedingt Ingenieure sind, aber ein technisches Gespür haben, scheint es irgendwie intuitiv zu sein, dass wenn etwas nicht hält oder sich zu sehr durchbiegt, ja, wie zum Beispiel ein Regal oder eine Halterung, dass man einfach ein dickeres Brett nimmt oder einen breiteren Haken. Für unsere Rakete würde das dann bedeuten, wir machen einfach die Cola-Dose dicker. Tatsächlich ist es aber nicht für alle Belastungsfälle die sinnvollste Anpassung. Tatsächlich können ganz unterschiedliche Belastungen zu unterschiedlichen Strategien bei der Strukturauslegung von Bauteilen führen. Beschränken wir uns heute mal aber auf die Biegung. Also den Fall, dass eine Brücke oder ein Regal oder eine Raketenstufe sich unter Last durchbiegen möchte. Was wir dann verhindern wollen. Wenn wir uns zum Beispiel mal dieses Lineal hier ansehen, wirst du aus eigener Erfahrung wissen, dass es einfacher ist, das Lineal zu biegen, wenn es flach liegt, als ja, wenn es hochkant steht.
Du musst mir jetzt einfach mal glauben, dass das Lineal nur aus einem Material, nämlich Stahl, besteht und das Material keine Richtungsabhängigkeit hat. Es kann also nur an der Geometrie des Lineals liegen. Das ist ja aber eigentlich erstaunlich, oder? Wir hatten vorher ja gesagt, wenn wir etwas dicker machen, wird es stabiler. Warum ist das mit der Orientierung jetzt so? Stell dir mal vor, unser Lineal besteht aus ganz vielen Teilchen, die miteinander verknüpft sind. Diese Verknüpfungen können wir uns als kleine Federn vorstellen. Je nachdem, wie stark diese Federn sind, umso stabiler ist unser Material. Ziehe ich zu stark an den Federn, dann reißen die Verknüpfungen auseinander und mein Material versagt. Aber stellen wir uns das noch weiter im Detail vor. Wenn wir das Lineal als Brücke über einen Abgrund legen, ist es für dich vermutlich einleuchtend, dass unsere Brücke am meisten durchbiegt, wenn wir in der Mitte, also hier, genau über dem Abgrund drücken. Möchte ich verhindern, dass meine Brücke zerbricht, muss ich die Durchbiegung verhindern. Um zu unserem Modell mit den Federn zurückzukommen, je mehr ich an einer Feder ziehe oder sie zusammendrücke, umso mehr Kraft brauche ich. Wenn wir uns die Vernetzung an unserer Brücke im Detail ansehen, dann können wir uns vorstellen, dass an dem unteren Teil der Vernetzung gezogen wird, während auf der Oberseite die Vernetzung zusammengedrückt wird. Je weiter die Federn in unserer Brücke ganz oben oder ganz unten von der Mittellinie der Brücke entfernt sind, umso größer ist ihr Hebel, die Brücke vor dem Durchbiegen zu bewahren. Das kannst du dir vielleicht wie bei einer Zange vorstellen. Je weiter außen du drückst, umso größer ist dein Hebel, um die Zange zusammenzudrücken. In unserem Fall mit der Brücke, je weiter außen die Federn sitzen, umso größer ist ihr Vermögen, das Durchbiegen der Brücke zu verhindern. Das kannst du an Brücken auch sehen. Anstatt eine Brücke aus einem massiven Brett zu bauen, bestehen viele Brücken aus einem Fachwerk. Diese Brücken haben Material weit oberhalb oder unterhalb der eigentlichen Fahrbahn, die das Durchbiegen unter Last dann verhindern. Eine ganz typische Form für Träger ist der Doppel-T-Träger, der das auf die Spitze treibt. In der Mitte steht nur ein kleiner Steg und oben und unten haben wir zwei dicke Gurte, die die Durchbiegung verhindern. Während der Doppel-T-Träger senkrecht hervorragend gegen Biegung ist, würde er sich sehr stark durchbiegen, wenn wir ihn wie unser Lineal auf die Seite legen, weil wir so weniger Material in dem Bereich haben, wo die stärksten Belastungen auftreten. Das war jetzt weit ausgeholt. Kommen wir zurück zu den Raketen. Bei Raketen macht man etwas Ähnliches. Anstatt eine massive Aluminiumplatte zum Beispiel zu verwenden, die dann die Biegebelastung beim Start standhalten muss, wird die Platte versteift. Also man setzt Träger auf die Platte, die dann das Durchbiegen verhindern. Da sich Aluminium nur sehr schwer schweißen lässt, beziehungsweise man durch Schweißnähte das Material schwächt, nutzt man in manchen Fällen dafür ein sehr verschwenderisches Verfahren. Dabei wird aus einer massiven Aluminiumplatte eine Gitterstruktur gefräst. Ja, du hast richtig gehört. Es wird eine massive Platte genommen und ein Großteil des Materials wird einfach weggefräst, nur um dann kleine Stege stehen zu lassen. Wenn du dir eine Doku über das Fertigen von Raketen ansehen möchtest, wo das dann auch erklärt wird, kann ich dir die Smarter Everyday Folge empfehlen, in der die Produktionsanlagen von ULA besucht werden. Die verlinke ich dir hier. Wie du sicher weißt, wird das Starship von SpaceX aus Edelstahl gebaut. Warum das eine gute Idee ist, das erkläre ich dir in meinem Video. Das verlinke ich dir hier. Edelstahl lässt sich sehr gut schweißen und ist als Material in der Raumfahrt im Vergleich zu Aluminium-Lithium-Legierung oder CFK geradezu spottbillig. Und wir dürfen nicht vergessen, das Starship soll in sehr hohen Stückzahlen produziert werden. Also können die einzelnen Platten aus Zeit- und Kostengründen nicht ausgefräst werden, wie zum Beispiel die Außenwände der Atlas V. Beim Starship werden tatsächlich einfach von innen Steifen, also kleine Träger, auf die Außenhautplatten aufgeschweißt. Erst diese Versteifungen geben den Plattenfeldern dann ihre Festigkeit. Das kann man auch auf Fotos sehen, wo unverstärkte Ringe zum Beispiel unförmig in der Gegend herumstehen, weil sie die Form nicht halten können. Ohne diese Steifen würde das Starship auch unter Last in sich zusammenfallen, ähnlich wie die Atlas Agena. Wenn wir die Platten so stark machen, dass sie die Last ertragen, würde es das Starship viel zu schwer machen. Ja, die Fertigung und die Konstruktion des Starships sind hochspannend und ja, wenn dir die kleine Einführung in die Festigkeitslehre gefallen hat, dann lass dem Video doch gerne ein Like da und schreib mir doch gerne unter dem Video. Dann schauen wir uns in nächster Zeit öfter die Struktur und die Kräfte an Raketen an. Jetzt aber wie zu Anfangs angekündigt das kleine 1000 Abo Special. Am 26.11.2019, also nicht ganz vor einem Jahr, habe ich meine erste Senkrechtstarter-Episode hochgeladen. Und jetzt, kein Jahr später, sind wir durch die ersten 1000 Abonnenten gebrochen. Das ist ein großartiges Gefühl und bestärkt mich in meinem Glauben, dass wir, mehr was Raumfahrt angeht, im deutschsprachigen Raum noch aus unserem Kryoschlaf geküsst werden müssen. Ich bin fest davon überzeugt, dass Interesse für Raumfahrt und die Begeisterungsfähigkeit ist da.
Nur der Content, der fehlt halt noch. Warum mag ich das Ganze eigentlich? Ich habe in der Raumfahrttechnik eine Leidenschaft aus Kindertagen wiederentdeckt und mir ist irgendwann aufgefallen, dass es im deutschsprachigen Raum sehr schwierig ist, an Inhalte zu kommen, die sich dann mit der großartigen Technik von Raketen und Raumfahrttechnik allgemein und Raumschiffen beschäftigen. Ich bin zwar kein Raumfahrtingenieur, aber technisch interessiert und als Schiffbauingenieur, ja, zwar fachfremd, aber mit so einem Grundkit an Fachwissen ausgestattet. Das hilft mir dann hoffentlich aus deiner Sicht, komplexe Inhalte für Nicht-Techniker verständlich aufzubereiten. Wie findest du meine Erklärung? Sollte ich mehr in die Tiefe gehen? Hast du vielleicht öfter das Gefühl, dass ich Wissen voraussetze, was du noch nicht hast? Ja, ich freue mich über Kritik und habe mir fest vorgenommen, die Videos und Erklärungen permanent zu verbessern. Ich weiß, wir sind alle total an SpaceX und dem Starship interessiert, aber da es so brandneu ist, ist es mitunter schwierig, Quellen zu dem Thema zu finden. Wie dir bestimmt aufgefallen ist, versuche ich für Dinge, die ich auf dem Channel erzähle, immer Quellen zu finden. Auch wenn das weit entfernt vom wissenschaftlichen Arbeiten ist, soll das euch oder dich dazu motivieren, selbst weiter zu recherchieren. Beim Starship ist es manchmal schwierig, Quellen zu finden. Viele der Infos kommen über Twitter oder von anderen YouTube-Kanälen. Ich habe einfach Angst, euch aus Versehen eins vom Pferd zu erzählen. Auch habe ich Angst, nicht 100% an den neuesten Entwicklungen dran zu sein und auch dann veraltete Sachen zu erzählen. Ich versuche zwar informiert zu bleiben, aber meine Kapazitäten in der Woche, ja, die sind leider endlich. Aber der Wunsch nach neuen Infos und News, der scheint ja bei euch allen ziemlich groß zu sein. Vielleicht ist es ja etwas, wo du mir vielleicht in Zukunft helfen magst. Vielleicht hast du ja Lust, mich bei einem News-Format zu unterstützen. Zum Beispiel mir zu helfen zu recherchieren oder das Skript zu schreiben. Aktuell ist Senkrechtstarter eine One-Man-Show. Das heißt, alles, was du auf dem Channel siehst, das ist ja von mir geskriptet, geschrieben, aufgenommen, geschnitten und ja, hochgeladen. Dabei hätte ich noch viele Ideen für Formate, Folgen, Animationen oder Features, um den Content zu verbessern. Wenn du Lust hast, mit mir an Senkrechtstarter zu arbeiten, dann schreib mir doch gerne unter dem Video. Vielleicht können wir gemeinsam den Kanal noch größer machen. Und das bringt mich zu einer anderen Sache. Ich wurde gerade von YouTube darüber informiert, dass ich meinen Kanal ab jetzt monetarisieren könnte. Das heißt, ich könnte YouTube-Partner werden und würde an den Werbeeinnahmen, die YouTube durch mich generiert, beteiligt. Das klingt erstmal nach einer guten Sache, dass nicht nur Google mit der Plattform Geld verdient, sondern auch die vielen Creators, die super krassen Content mitunter produzieren. Da wäre auch noch der Punkt, dass der YouTube-Algorithmus dafür optimiert ist, den Content, mit dem YouTube Geld verdient, zu pushen. Das sind zum einen Videos, die eine ganz bestimmte Zielgruppe erreichen, mit der sich dann gut werben lässt, oder aber natürlich Videos, die viele Werbeeinnahmen generieren, weil zum Beispiel viel Werbung geschaltet ist. Das würde für mich im Rückschluss bedeuten, dass die Reichweite meiner Videos zunehmen könnte, wenn ich Werbung zulassen würde. Ich habe einen Job und habe den Channel nicht gegründet, um damit viel Geld zu verdienen. Mir ist es wirklich ein Anliegen, die Raumfahrtbegeisterung in Deutschland mehr zu pushen. Aktuell habe ich keinen Euro mit dem Channel verdient, sondern vor allem Geld in den Channel gesteckt. Das war es auch absolut wert und ich bin stolz darauf, wo der Channel jetzt steht. Wie siehst du das? Würde dich Werbung von meinen Videos stören? Würde das dem Channel schaden? Ich habe bewusst die Monetarisierung noch nicht eingeschaltet, weil mich deine Meinung zu dem Thema wirklich interessiert. Schreib mir doch gerne unter dem Video. Deine Meinung ist mir auch so wichtig, weil ich unglaublich stolz auf die Senkrechtstarter-Community bin. Ich hatte es, als wir die 500 geknackt haben, schon mal gesagt, wie positiv ich von dem Umgang hier auf dem Channel überrascht bin. YouTube kann ein Ort voller Beleidigungen, der Trolle und des Hasses sein. Auf Senkrechtstarter ist es definitiv nicht so und da bin ich mächtig stolz drauf. Danke dafür, dass ihr so cool seid. Alle eure Kommentare sind freundlich, interessiert und konstruktiv. Gerade im ersten halben Jahr konnte es ganz schön deprimieren, wenn man sich angeschaut hat, wie englischsprachige Raumfahrt-Channel aktuell gerade so durch die Decke gehen und Senkrechtstarter bis März noch bei 100 Abos rumgekrebst ist. Ohne eure Unterstützung, vor allem durch euren Zuspruch, die interessierten Fragen und eure Anregungen und Kritik, ja, hätte ich vermutlich schon längst das Handtuch geschmissen. Ich lasse es ab und zu durchblitzen. Ich mache den Channel in meiner Freizeit und neben einer 40-Stunden-Arbeitswoche. Bei wöchentlichen Episoden bedeutet das, dass ich jeden Sonntag von morgens bis abends recherchiere, Skripte schreibe, aufnehme, schneide, Quellen verlinke und nachbearbeite. Das macht einen riesen Spaß, aber es gibt auch mal Scheißwochen, wo man sich wünscht, einfach mal den Sonntag auf der Couch zu verbringen oder komplett Star Wars in einem durchzusuchten. Immer wenn ich mich eigentlich nicht danach fühle zu produzieren, lese ich dann eure Kommentare und weiß, wofür ich das hier eigentlich mache. Nämlich für Elrond, Milan, Simon, Benedikt, Bin wer ich bin, Argon, Flori, Adrian, Mitname, Deivel und all die anderen, die sich jede Woche wieder auf meine Folgen freuen. Und wenn man dann erstmal angefangen hat, dann läuft das eigentlich auch von selbst.
Die Namen, die ich gerade übrigens vorgelesen habe, das sind nicht zufällig irgendwelche Namen, sondern das sind die 10 Abonnenten, die mit Abstand am meisten unter den Videos kommentieren. Dabei seid ihr hilfsbereit zu anderen, kommt in den Kommentaren ins Gespräch und ja, das macht Freude, euch auf dem Channel zu sehen. Da es ohne euch Senkrechtstarter nicht gäbe, möchte ich die Folge heute nutzen, um mich bei euch speziell zu bedanken. Ich würde euch gerne etwas schenken und dafür habe ich das T-Shirt, was ich heute trage, für euch entworfen. Und weil ihr für mich Teil des Teams seid, steht auf der Rückseite auch Crew. Wenn dir das T-Shirt gefällt, schreib mir doch einfach eine Mail mit deiner Größe und Adresse an mo.senkrechtstarter@gmail.com. Dann schicke ich dir dein Crew-Shirt. Ja, vielen Dank an alle treuen Senkrechtstarter da draußen und herzlich willkommen an alle neuen Senkrechtstarter. Ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche. Bis dahin, immer schön senkrecht bleiben. Dein Mo.